Hallo, ich bin der Therese Blanz, eure Nummer 0 und spiele auch bei Bose Bamberg. Therese, der beste Moment in deiner bisherigen Karriere war? Outtake, okay. Wieso fragst du, wieso sagst du mir die Frage nicht schon davor? Ja, weil wir exakt das, auch keine Outtakes, wir lassen es weiterlaufen, verstehst du? Das ist, ja, das ist das Schöne. Okay, ja, okay, fällt dir was ein? Was war denn der beste Moment bisher? Bester Moment? Mein BBL-Debüt für Ludwigsburg. Etwas typisch Schwäbisches ist? Schnitzel mit Pommes. Was typisch Deutsches ist? Ah, Schnitzel mit Spätzle, meine ich. Ah, Schnitzel mit Spätzle? Schwäbisch. Ah, okay. Ja, natürlich, Schwäbisch. Kannst du Spätzle kochen? Ja. Ja, natürlich. Du trägst die Nummer 0, weil? Weil mich so viele Leute verteidigen können. Dein und weil mein Lieblingsspieler die Nummer 0 hat. Nämlich? Russell Westbrook. Dein Spitzname ist? Reese. Dein verborgenes Talent ist? Ich kann gut mit Kindern umgehen. Dein größtes Vorbild, als du jünger warst, Russell Westbrook. Von deinem ersten Gehalt hast du dir? Mit meinem Zimmergenossen einen Hamster gekauft. Ehrlich? Ja. Wie hieß er? Also der Hamster? Lil Einstein. Die Sache, die dich zum Lachen bringt, ist? Meine Freunde. Deine Familie bedeutet dir? Alles. In Stuttgart bist du? Eine ganz normale Person. Dein perfekter Tag wäre? Mit Freunden und Familien verbringen. Interviews sind für dich? Schwer. Wenn du eine neue Regel im Basketball einführen könntest, dann wäre das? Dass es eine 4-Punkte-Linie gibt, noch weiter hinten. In deinem Kühlschrank hast du immer? Eiscreme. Dankeschön. Perfekt.